So. Es lebt ja hier wirklich keiner. Ja. Gut, wir hätten jetzt gucken können, ob wir die Tollkirschen dem. Sein, wo man das hinlegen kann. Würde ja auch passen, man gibt die ihm und er isst die und dann geht man weg und kommt wieder und kann sich das Rezept nehmen. Geh mal in den Keller. Da waren wir jetzt eine Weile schon nicht mehr. Drück mal, kannst du ein Kristall nehmen. Halt immer noch die Einmachtgläser. Verdautes Gras, Lilina. Können wir ja nicht. Nicht. Lilly wusste, dass sie nicht das Essen war. Und wenn es zu. Dem Lilly verdarb, weil darum. Ja, ups. Der Ofen ist dunkel. Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly zu. So. Dem können wir unser Verband der Freundschaft. Ich will doch gerade gar nichts mehr. In der Meer auch nicht, weil irgendwas ist. Irgendwas ganz Banales, was uns. Also vielleicht, warte mal, wir können noch mal eins. Hier mit den Bären auf dem Rundgang. Irgendwas. Hier ist ja draußen. Ja, das ist mit der Fackel. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Auch Feuerzeug. Oben an der Wand. Guck mal, da rechts ist die Geheimtür. Ja, da kann man bestimmt dann durch dieses Bild da ja, gucken. Ja. Aber ich glaube, da sind wir halt auch mal. Nimm das Schwert. Oben an der Wand, aber. Da gibt halt keinen Sinn. Oben an der Wand. Der Haken und so ergibt ja auch keinen Sinn. Es gibt ja auch noch einen Raum, wo wir noch nicht drin waren, sozusagen. Der Haken, der Haken. Da steht für einen Tee, also wird man da wohl nichts aufhängen. Müssen wir halt nochmal probieren. Weiter hier ist. Dem probieren? Jungen, dem da draußen nochmal irgendwas zu geben. Also dem, der vor der Tür steht. Jetzt hier oben, genau. Soll ich einen Hinweis geben hier? Psst, Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Ja. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Tot? Mann, das ist so weißt toll die von dir. Steht. Du bist wirklich die beste, nütze. Lilly. Nichts nütze war sehr gut. Können wir das vielleicht verändern? Ein Liebesbrief. Oh,
Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui! Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Sehr gut, so. Also irgendwas haben wir auf jeden Fall schon mal. Jetzt geh gleich wieder raus. Jetzt ist er vielleicht weg. Genau, würde ich jetzt denken. Jetzt sind sie da. Ja, ist egal, wir können da in die Tür. Ja, ja. Du musst in die Tür, jetzt hol dir irgendwas und die so Dinger. Da. Ah! Ja. Ja. Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle vollends aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber nicht einmal das trug Lilly bei sich. Es fehlte nicht viel, um aber nicht. Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle vollends aus. Aber nicht. Vielleicht brauchen wir wirklich das Feuerzeug noch oder so. Ja, aber. Also sehen, wir haben jetzt. Schwert ging nicht. Es fehlt nicht. Aber, es fehlt aber. Können wir auch nicht. Geht nicht. Auch das, Lilly, aber so. Auch das ließ sich partout nicht am Zeiger befestigen. Lilly hätte natürlich auch erst nachdenken können. Aber so. Es fehlte nicht viel, aber nicht. Ich weiß nicht, ob das. Doch, du kannst immer das. Achso, jetzt bist du runter. Was denn? Das Holzstück an dem Gargoyle geben. Hattest du das probiert? Vorgenommen, aber ich weiß nicht, so wie er sagt. Es fehlte nicht viel um den Gargoyle. Aber nicht einmal das trug Lilly bei sich. Aber sie trägt es nicht dabei, sagte ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt wirklich. Lass ihm Hand geben, weißt du? Ich weiß nicht, wir könnten mal gucken, ob der blöde Junge. Jetzt irgendwas gemacht hat, meinst du? Da jetzt irgendwas am. Draußen passiert ist. Ja. Vielleicht können wir ihm erzählen, dass. Nee, aber. Wer kommt denn das? Hau ab, oder? Hier können wir nicht erzählen, dass sein Kumpel da was mit Schei hat. Na gut, aber das hatten wir ja alles schon. Dann musst du vielleicht wir jetzt haben auch noch nichts Neues. Nee. Jetzt könntest du höchstens nochmal hinten gucken. Na gut. Also, wir können nochmal, darf da gucken, hat sie vielleicht was liegen lassen? Nein. Wir können auch nicht in ihre Zimmer gehen. Nee. Na, du könntest jetzt noch vielleicht noch mal probieren, mit denen zu sprechen. Und dann wirst du weggeschickt. Oder du kriegst vielleicht was. Lilly wollte, sie sollten den auch bald, würden sie, und vor lauter Kummer wird, ach. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheiß Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. So, da können wir also. Dem Alten können wir wahrscheinlich auch nichts holen. Mal gucken. Wird sich nichts verändert haben. Wir könnten nochmal in der Kantine gucken, aber ich glaube, wir könnten jetzt zur Oberen gehen und vielleicht die anschwärzen. Aber sie lässt uns ja nicht zu Wort kommen. Ja, wir haben nichts. Also, wir stehen ja schon in Position zu verrecken. Also, ja. Da kommen wir eh keinen so richtig hin. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberin noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder?
den Ofen wieder zum Laufen bringen? Kaputte Teil? Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Gut, also müssen wir jetzt erstmal den Ofen auch reparieren. Was ist denn das links? Das ist Hunger. Ja. Und Doris, ja. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Okay, also... Jetzt ja, zum Ofen erstmal. Wir müssen den Ofen wieder zum Laufen bringen. Der Junge den Ofen kaputt gemacht und wir dürfen den wieder janzen. Unverschämt. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das Ding laufen. Rein, so, weißt du? Zeug rein und das dunkel. Jetzt ist er weg. Da liegt, würde ja auch Kohle liegen. Dem. Ja, riecht von Feuer. Frag ihn, was riecht. Gibt uns das Feuer. Wer kommt denn da? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly. Ja. Hau ab, bevor. Oder. Wenn du das. Bami, du bist einfach nicht tough genug. Du. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha! Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Milch? Krasser Typ, ey. Aber ich weiß nicht, vielleicht können wir ihn jetzt doch bei der Oberin anschalten. Ja, vielleicht. Hat er so ein... angedeutet. Ja, deswegen. Aber die letzten Zeit... Ja, wie gesagt, das ist ja so eine Paz-Situation. Naja. Da sind wir halt tough genug für hier. Na endlich! Da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann Abmarsch! Ach man, oh, was? Wie ich diese... Es ist wichtig. Ich verstehe es nicht. Haben halt auch nichts Neues. Das ist ja nicht neue Sachen zum Aus- Und wir haben jetzt auch mit allen geredet. Na gut, wir machen jetzt erstmal Essenspause. Ich habe Hunger. Ja. Auch wenn die da links nichts essen. Werden wir uns schon irgendwie bedienen. Ansonsten schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.